Hey ho und willkommen zu einer weiteren Folge DBD als Killer. Es ist soweit. Wir haben das neue HUD-Update. Wir haben das neue. Ich wollte ein Offering mitnehmen. Ich wollte ein Offering mitnehmen. Ja, nicht wundern, ich habe mir. Scheiße, habe ich. Ich habe das Offering sehr wahrscheinlich gar nicht. Warum habe ich hier noch Torten? Torten. Fuck! Ich habe das Offering nicht! Ich bin auf Offering. Gut, warte. Cold Wind. Nein, nicht Cold Wind Farm. Ich brauche hier. De Krotos brennen, fickt mich. Egal. Kurz mal. Nicht wundern, wie die Perks und die Offerings oder so aussehen. Ich habe ein Mod. Ich habe mir das Modpack geholt. Für die, die es interessiert, das ist das Erdbeer Galaxy Pack. Das funktioniert jetzt aber eh nicht mehr, so wie es sein soll, weil es kam nämlich das neue HUD raus. Und das Killer Update. Oh, Red Envelope. Oh, Red Envelope. Killer. Ich hab's nicht gesehen. Hier sind viel zu viele Infos. Es ist gerade dieses Luna-Event. Ich weiß nicht, wie das heißt. Es ist das chinesische Neujahr. Ich glaube, das heißt Luna-Event, wird es hier genannt. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall, das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Wir beruhigen uns jetzt mal. Ich bin viel zu auf 180. Okay, also. Es ist ein neues HUD rausgekommen. Dementsprechend auch eine generelle Überarbeitung der Survivor bzw. der Survivor States. Ich muss sagen, wenn die Survivors stehen, sehen sie einfach nur gruselig aus und creepy. Zudem kam ein Rework des Clowns raus. Die Grundfähigkeit ist immer noch die gleiche, allerdings hat er auch jetzt andere Flaschen, die einen schneller machen. Ich wollte es mal ein bisschen ausprobieren. Ich habe zwar kein Killer Daily mit dem Clown, eine Ausnahme. Ich weiß, dass ich mal ausnahme und kein Killer spiele, mit dem ich nicht ein Daily habe. Nein, dass ich einen Killer spiele, mit dem ich kein Daily habe, so rum, nicht doppelt verneinen, das funktioniert so nicht. Und ich hoffe natürlich, dass wir Krotos Prem kriegen. The Game wurde auch neu gemacht. Ich finde The Game aber immer noch scheiße. Schade. Kriegen keins von beiden. Ich muss sagen, nämlich die Krotos Prem Maps, also die Asylum-Dinger. So, also. Steuerung, wechsle ich die Bottle. Du bist, glaube ich, das. Ja, du bist das Gelbe, also das, guck mal, das wird so. So, jetzt nehme ich eine tiefe Nase. Das dauert. Also das dauert auf jeden Fall, bis ihr, so, wir wechseln aber direkt wieder auf das hier. Guten Morgen! Es dauert auf jeden Fall, bis ihr das, habt. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl. Okay, du Wegknopf, Game. Wegknopf, was spielen wir hier? Hi. Okay. Wir spielen, ich weiß nicht, was wir spielen. Ich muss nämlich sagen, ich habe bis jetzt nur Survivor gespielt und ich habe hart das Gefühl, dass, ich weiß gar nicht, was das da links für eine Anzeige ist. Ah, wie oft ich schon einen gehangen habe, alles klar. Ich muss nämlich sagen, dass ich hart das Gefühl habe, dass die Survivor, krass benachteiligt werden im Moment. Und zwar, weil die Hitboxen einfach hart lächerlich sind. Also. Mit Sinne von hart lächerlich, wenn du kein Balanced Landing hast, kriege ich hier einen schwungvollen Hit drauf. Und zwar im Sinne von die Hitbox für die Survivor, wie ich sie treffen kann, ist enorm, Alter. Also wirklich 10 von 10. Die finde ich viel zu groß, meiner Meinung nach. Ich finde die Chase-Musik aber cool. Der hat eine neue Chase-Musik bekommen. Oh, schade, ich habe ihn nicht getroffen. Der macht hier Wegknopf Gamer. Das ist, glaube ich, genau das Richtige im Moment. Ich könnte jetzt eigentlich auf die Botte, aber jetzt bist du. Oh, Darling. Oh. Aber ey, ich konnte ihn dafür von abhalten, die Dingsbums zu nutzen. Weil das Fenster schafft er nicht. Geiles Deadhard. Nice. So, und was ich jetzt gelernt habe, so, ne? So. Killer aufheben. Survivor aufheben. Geil. Wir sind Speedy Gonzales, Copper Capo. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man damit spielen soll. Bis jetzt kenne ich das nur, also habe ich es nur gesehen, wenn du, ah, genau, und das Reload wurde keine Ahnung, diese Anzeige, dass ich, wie viele Haken ich bin. So, wir nehmen wieder das komische Tonic. Habe ich was gehört? Oh, my dear. Danke. Du bist es. Oh, Alter. Die Gens poppen aber hier schon ganz schnell, glaube ich. Das Gute ist, wenn du jetzt hier rumrennst. Oh ja. Nice Ding. Detta, 3, 2, 1.
Nein, gut. Da waren Scratchmarks, die gehen jetzt wahrscheinlich die eine holen, ist vollkommen fein. Wir gehen die hier aufhängen, poppen den Gen, das sollte eigentlich ganz nice sein. Oh, vielleicht ist die eine sogar schon beim zweiten Hakenstatus. Wir gehen mal für die. Und zwar für die Heile, die rauskommt. Also um Gottes Willen, ich werde jetzt nicht anfangen zu campen. Das fangen wir jetzt erst gar nicht an. Du bist nämlich die Heile. Nein, verpiss dich mal bitte. Ich will die da haben. Geiler Volt. Hast du live? Das ist eine Feng Min. Die müsste live haben. Oh ja. Die ist richtig schnell unterwegs. Können ja mal probieren, warte mal. Aber viel zu kurz, schade. Oh ja, gut, dass hier die Tür zu ist. Also entweder rennst du mich jetzt hier, oh, wenn jetzt hier oben die Wall so ist, dass ich hier nicht durchkomme. Die Wall ist so, dass ich hier nicht durchkomme. Gut, dass ich Bambuse mit habe. Schneller Wall Speed ist... Du bist gedroppt. Oh, du hättest zur Tablette rennen müssen, Darling. Weil du hast Life benutzt, das heißt, du hast kein Dead Heart. So, wir benutzen das nochmal. Zack. Okay, da hätte ich das mit dem schneller mich selber schneller machen müssen, hätte ich viel weiter nach vorne werfen müssen. Dann hätte mir das, glaube ich, sogar echt was gebracht. Ich glaube, hier habe ich jetzt wirklich relativ Glück gehabt, wegen Bambuse. Ich hoffe, die haben den Gender wieder angepackt, dann kann ich den nämlich nochmal poppen. Goil. Love it, when I can do that. Warte, vielleicht hat die eine ja mich ignoriert. Nice. Für Scrap muss man komplett gerade davor stehen. Nice. Fast World. Du weißt, dass das... Ja, das ist eine Sackgasse. Ich habe auch überlegt, ob du da durchkommst oder ob ich da durchkomme und dich juke. Hat allerdings nicht geklappt. Deswegen... I'm sorry. Wo ist denn der nächste Haken? Da ist der nächste Haken. Alles klar. So. Wo man das mit der gelben Flasche auch einsetzen kann, ist rein theoretisch, kannst du halt hier die... Also das einsetzen, wenn du eine Tablette kaputt machst. Allerdings bringt das halt richtig wenig. Da die... Also es bringt nur im Chase was. Ich sehe nicht, ob der Generator das sich bewegt. Brust. Oh, du hast dich getötet. Sympathisch. Wir machen hier mal die Tür auf. Oh lol, das war sogar actually gut. Die Feng Min! Na, Darling! Warte mal kurz. War hier nicht gerade... Schade! Hat der denn das Totem kaputt gemacht? Bin ich einfach dumm? Ja, ich bin wahrscheinlich einfach dumm. Egal, wir machen hier die Tür kaputt. Ach, das Totem ist da. Droppen hier und treten gegen den Generator. Das ist actually das, was ich machen will. Wie war das? Hat die Finte noch? Nee, er kann ja, glaube ich. Oder sie hat Finte benutzt. Das kann natürlich auch sein. Finte ist irgendwas komisch. Ich weiß. Weiß gar nicht, wie das im Englischen heißt. Wie der Originalprojekt jetzt heißt. So. Wir müssen jetzt irgendwie Survivor finden. Einer hat sich ja umgebracht. Trauriges Leben. Wir haben Survivor. Ich habe die falsche Flasche ausgerüstet. Hi. Moin. Ja, du kannst auch zu mir rennen, wenn du keine Lust hast, dass ich eventuell meine Flasche treffen könnte. Leider ist die... Okay, du... Wow, mutig. Oder hast du Balance Landing? Das sieht mir sehr nach Balance Landing aus. Das war viel zu schnell. Ja, wenn du das hier allerdings loopst, Madame. Oh ja, warte mal. So. Easy. Oh, warte. No, zack. Dick inhalieren, Alter. Mit Drogen läuft es sich einfach am besten. Dann kommen wir nämlich ganz geschmeidig da zu dem Haken und können dem Gen hier einen Pop geben. Oh, lecker Schmecker. Guck, die Hakenanzeige wusste ich. Also wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich mit dem neuen Hardkiller spiele. Ich glaube, die Unterschiede merkt ihr. Die Gens stehen oben, die Survivor stehen links. Für die Survivor steht jetzt allerdings immer ein Hakenindikator. Also das wievielte Mal sie hängen, was ich actually übelst insane finde.
Nice, ich hab's noch bekommen. Oh, der Speedboost. Richtig huge. Und ich krieg den Hit. Ah, oh, nein, ich krieg den Hit nicht. Oh, frech, frech, frech. Aber ich habe immer noch den Speedboost, den du nicht hast. Mh, Darling, ich renne hinterher wie so ein Motorboot. Ja, wahrscheinlich Motorboot und nicht Motorrad. Scheiße, die kann ich nicht spielen. Die kann ich actually nicht spielen. Krieg ich hier einen Hit raus? Ah, ich muss sie kaputt machen. Actually, krass von denen, dass sie jetzt auf Dingsbums Gens runter sind. Ich muss den jetzt. Ich muss hier, also. Deutsche Sprache, Schwersprache. Oh, das war übrigens die falsche. Kurz einatmen. Moin. Okay, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir den Chase jetzt beenden können. Ich glaube, er rennt gerade relativ gut dafür. Ja, du wolltest. Du hättest die Tablette nehmen sollen. So. Flasche wechseln. Hallo, lass mich dich aufheben. Nice. Jetzt den aufhängen und direkt den Gen finden, an dem sie arbeiten. Oh, ich glaube, ich nehme mir die Zeit und bringe ich in den Keller. In der Hoffnung, dass das, wenn in der Zeit das... Nice. Fuck, genau, jetzt haben sie den... Ah, die haben den Gen fertig gemacht. Schade, ich dachte, ich krieg's ja vielleicht noch dazu, dass sie den Gen nicht fertig machen. Also ich dann in Anführungszeichen richtig dick da reinspaziere und denen noch einen Pop gebe. Allerdings haben sie es geschafft. So, wo seid ihr hingerannt? Ich möchte ungern den Typen campen. Ich habe dich aber gesehen. Und wenn du so rein intest, dann ist das deine Schuld. Da kann man nicht lang... Was war das hier für ein Juke? Geile Tablette. Geiler Vault. Die ist gut drauf. So, ich hoffe, dass die eine währenddessen den anderen holt. Die verpisst sich einfach. Verpisst die sich einfach? Ja, okay, dann ist das die, die rausgekommen ist. Okay, es tut mir leid. Einen lasse ich entkommen, aber wenn ihr mit einem Hurensohn spielt, dann spielt er halt mit dem Hurensohn. Also, warte mal, wie lange braucht denn das hier eigentlich? Eins, zwei, drei, ja, drei Sekunden. Ah, da rennt die einfach raus, ja, belastend. Die ist arschig. Die finde ich ja kacke, die Dame. Ja, Clans Totem, das kann ich nicht machen, wenn ich Killer bin, halt's Maul. So, was haben wir denn hier? So, was macht der Red Envelope? As a killer hook, a survivor on a lunar celebration and earn bonus blood points. As a survivor, whenever a lunar celebration generator is repaired, you earn bonus blood points. Oh, that's so cool. Lunar offering increases the amount of blood points earned of these interactions. Note, during the event, all hooks and generators are replaced with lunar celebration hooks. Also, es gibt, achso, ja, Entschuldigung, GGWP, ich war gerade am Lesen. Also, es gibt einfach bonus blood points für die, die die Dinger mitnehmen. Das ist okay, fine. Ich finde es schade, dass das nur für die ist. Und nicht für die... Also für die ganze Lobby gilt, ne? Also ich hätte das jetzt gern gehabt, dass das jetzt auch für mich gilt. Hm, fände ich schön. Chill mal. So, ich spiele zweite Runde. Pyramid Head und hoffe, dass ich da das Offering für die Krotus Prem-Map habe. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Wir haben die nächste Lobby, die zweite Lobby, whatever. Ich habe nachgeguckt, ich habe ein Offering für die Krotus Prem-Map. Freut mich, ich hab Bock auf das Asylum. Ich mag die Map. Ich muss allerdings sagen, fiel mir gerade auf, guten Morgen, Chris. Ich habe gerade Clown gespielt, gar kein Fazit. Schwierig, also keine Ahnung. Ich habe das, es hat mir einmal im Chase genutzt, die gelbe Flasche, auch wenn ich sie da eigentlich nicht werfen wollte, deswegen, aber trotzdem hat sie mir einmal geholfen. Ich glaube, wenn man den Dreh raus hat, wenn man eine gelbe Flasche benutzen kann, ist es ganz nice, weil das, die gelbe Flasche boostet ja nicht nur dich, also macht nicht nur dich schneller, sondern auch die Survivor, deswegen muss man da ein bisschen mitarbeiten, glaube ich. Aber ich glaube, wenn man das raushabt, ist das sogar ein Buff, der nicht zu stark ist, ne, das ist keineswegs, aber definitiv dem Clown hilft, glaube ich. Und dazu kann, wenn man eventuell Perks leveln würde, aber ich bin jetzt dabei, erstmal alle Survivor zu leveln. Warum auch immer, statt Killer, die ich spiele in den Aufnahmen, level ich jetzt lieber erstmal alle Survivor, die ihr nie sehen werdet. Vor allem, weil ich eh alle, ich will alles Perks haben, aber dann alle auf einem Survivor, weil Cheryl Mason ist mein Hauptsurvivor. So, haben wir wieder Red Envelopes? Nein, doch, da ist ein Red Envelope. Leider, wie gesagt, nicht für mich. Aber wir haben hier dieses Shared-Dingsbums-Foto. Ich glaube, es war Shattered, nicht Shared.
Es wurde nicht geteilt, ich glaube, es war zerstört. Und probieren jetzt auf der neuen Krotus Prem-Map etwas zu reißen. Ich hoffe, wir kriegen nicht die mit dem runden Haupthaus. Also ich hoffe, dass wir den Zirkus kriegen und nicht die andere. Es gibt zwei Varianten, besser gesagt, genauso wie von Autohaven gibt es auch mehrere Varianten. Und ansonsten freue ich mich auf die Map. Ich finde, ich muss sagen, oh, also ohne Witz, die neuen Maps mit DBD, andersrum, DBD hat mit den neuen Maps einfach bis jetzt nur fucking good jobs gemacht. Selbst The Game finde ich besser. Ist immer noch eine scheiß Map, ich finde sie trotzdem besser. ich weiß nicht, das Game wird irgendwann auch nochmal bestimmt kommen. Aber das ist also, The Game ist einfach, es ist und bleibt eine Kack-Map. Geil, weißt du, und ich nehme das Offering mit. Und wir kommen nicht auf die Scheißfarm. Oder habe ich jetzt das Falsche mitgenommen? Ich glaube nicht. Ich glaube actually nicht, dass ich das Falsche mitgenommen habe. Ich habe extra geguckt, dass es das für Krotus Prenn war. Da ist wer. Ich sehe dich. Ich habe, also, ne? Hui, Claudette. Claudette, wann komme ich in Chase? 3, 2, 1, jetzt komme ich in Chase. Hallo, Survivor Form. Der W-Knopf Game. Oh, ich habe mich getroffen. Du spielst sie nicht. Das ist actually ziemlich nice, weil die ist eigentlich safe. Haben sie nicht getroffen? So. Ja, Chimmer. Und die Tablette. Das verstehe ich nicht. Weißt du, sie hat es bis jetzt actually ganz nice gemacht und dann wirft sie jetzt die Tablette um. Und jetzt nimmt sie nicht links die Tablette, die schon steht. Die ich noch nicht kaputt gemacht habe. Ist hier noch eine? Nein, hier ist keine. 3, 2, 1 und Chappa. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich wollte. Aber passiert. Dafür ist der Haken hier direkt in der Ecke. Und wir müssten ziemlich gut sein, was die Location der anderen Survivor angeht. Weil. Ah doch, guck mal, Lunarhook. Soweit. Ach doch, das geht also doch. Sobald einer einen Red Envelope mit hat. Guten Morgen. Er hat Eier, der Typ. Der hat Eier. Das respektiere ich. Dafür gehst du trotzdem down. Das tut mir jetzt trotzdem leid. Wenn du 3, 2, 1 Dead hat. Okay, er hat kein Dead hat. Der Typ hat durchgezogen. Der hat Eier bewiesen. Finde ich vollkommen fein. Oh, guck mal, da ist ein Totem kaputt, glaube ich. Ja, weißt du, wenn ich so Eier beweist, kannst du nicht sagen. Alter, Luna. Geil, uns hier richtig wieder zu spielen. Da gibt es richtig viele Bloodpoints wieder. Nois. Wir gehen direkt mal dahin. Mal gucken, wie wir so finden. Sagt mir bitte nicht, ihr habt den Jen angepackt. Das wäre unnormal sweet. Nicht die Claudette. Zumindest nicht die Verletzte. Wenn auf einmal eine andere Claudette kommt. Ja, die mit Anzug. Die mit Anzug nehme ich. Wo sind die mit Anzug hin? Da ist die mit Anzug hin. Du bist nämlich die nicht verletzte Claudette. Renn bitte zum Haupthaus, damit du markiert bist. Oder wo sind du? Oh, schade. Hätte ja klappen können. Bist du hingelaufen? Du bist da hingelaufen. Ist hier eine Tablette? Warum läufst du noch da? Eigentlich finde ich, dass die so... Ne, ich glaube, wenn die so markiert wären, dann wäre das auch OP, oder? Nice, aber läuft actually ziemlich krass gut, das Spiel im Moment. Also eventuell auch, weil die Survivor nichts machen. Wobei, eine hing direkt am Haken, eine habe ich direkt gechased, der andere, der hat ja wirklich noch Eier bewiesen und den Haken durchgezogen. Die Spring Trap wurde gerade gehalten. Ich würde es eigentlich mögen... für die Survivor wird angezeigt, wenn jetzt wer neu am Haken ist oder das wievielte Mal einer hängt. Ich finde das eigentlich auch, actually fände ich das, glaube ich, für den Killer auch nice, wenn das angezeigt werden würde. Ich fände das auch nicht OP oder so. Klar, ich glaube, es verleitet leider dazu, mehr zu tunneln. Also dieses Argument würde ich verstehen, you know. Allerdings behaupte ich jetzt einfach mal... Ey, was ist kaputt gemacht? Ist mein Rune kaputt gemacht? Du Sackratte, du. Du kleiner Sausack, da. Ja, das tut mir jetzt leid, dass du das warst, Claudette. Allerdings hast du es ja so gewollt. Du hörst hier mein... Geiles Versteck. Fühl ich. Wo hättest du hin sein sollen? Hättest du... Also.
Oh, ich wollte gerade sagen, bitte kenn mich Tabletten. Oh, schade, ich habe gerade ausgeholt. Hast du schon gesehen? Ach ja, stimmt, du hast verdattert. Also, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, die gehen früher down. Also, dass die Hitbox echt größer ist. Also, ich könnte mir echt mehr leisten. Oh, guck mal, Pallet City ist down, Alter. Du denkst schon zum zweiten Mal. Das tut mir jetzt irgendwie leid. Aber du hättest meinen Rune in Ruhe lassen sollen. So, machen wir die kaputt. Machen wir die kaputt. Ich muss ja sagen, ich habe wenig Survivor, die actually probieren, die Dinger zu spielen, ne? Also nicht, dass ich mich beschwere, wenn man Tabletten spielen kann, dann ist das übelster Tilt. Allerdings hätte ich davon... Nice! Hi! Ich habe den David King noch kein einziges Mal gesehen. Wo bist du hin? Ach, du rennst ans Ende der Map. Bis ans Ende der Welt. Mr. Sneak it is! Warte, ich muss Maus so sortieren. Oh Gott, ich habe geintet, weil er keinen Fastwalk geschafft hat. Das ist ja fucking unglaublich, ne? Umba, 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 umba. Kann ich mal Scheiß kriegen hier? Hallo? Oh ja, du bist gut drauf. Okay, cool. Nehme ich dich. Du bist richtig gut drauf. Denkst wohl, du bist einfach Sneak, sein Vater. Ach, hallo Claudette. Schön dann zu wissen, dass du nicht an einem Gen bist. Immer sympathisch. Gutes Dettert. Also jetzt mal wirklich, das war wirklich ein gutes Setter. Er ist damit zur Tablette bekommen, hat damit Zeit für sich gewonnen, läuft allerdings jetzt ziemlich Bonobo durch die Gegend. Ich würde noch weiter... Ach du läufst einfach deine Mates ab, du bist ja ein richtiger Arsch. Du bist ja ein richtiger Arsch, Alter. Dich hätte ich ja super gern als Teammate. Holy shit. Zack. Nice. You are hanging. Zippy. Lässt du hier mein Totem in Ruhe? God Pellet, nice. Also, frech von der. Warte mal. Oh, ich hätte weiter rüberziehen müssen. Ich probiere das hier. Ich spiele das mit dir gerne. Komm, bist du auch dabei? Oder rennst du jetzt einfach weg? Es wäre ja halt einfach schlau von ihr, sich einfach mal wegzubewegen. Ah, guck mal, am dritten Mal hat sie es verstanden. Ja, ich gehe nicht für euch. Der Dwighty Boy! Uiuiui. Wo bist du hin? Stretchmarks, love it. Du hast ein Fastwalk gemacht. Oh, du bist markiert. Oh, super. Du spielst richtig gut mit. Oh, nice. Hat actually länger gedauert für die Claudette, als ich dachte. Ja, W-Knopf-Gamer sind mir die Liebsten. Da ist auch keine Tablette mehr. Was machen wir jetzt, ne? Hast du noch ein Fenster? Guck mal, jetzt warte mal. Alter, das ist doch frech, dass ich so nah rankomme, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei ihm aussah, aber ich bin für meine Geschmacksverhältnisse wahrscheinlich. Für mein Empfinden, so, das ist das Wort, was ich gesucht habe, bin ich actually ziemlich nah dran gekommen. So, aber ich muss ja jetzt mal aktiv wieder Leute töten. Irgendwie troll ich hier dann doch so ein bisschen rum. Aber ich glaube, die trollen auch ein bisschen rum. Wer ist denn hier? Eigentlich können wir mir hier eigentlich auch egal sein, ne? No shit, ihr seid mir egal. Gehen wir nach da hinten. Immer hier mal, ziehen wir hier mal ein Spürchen. Ah, guck mal. Scratchmarks, die noch da gehen, aber. Oder von da weg? Ich glaube von da weg. Ich bin dumm. Ja, die gehen von da weg. Ah, der David King hier. Der hat eine Karte. Wäre jetzt doof, wenn sie auch noch einen Schlüssel haben. Nice. Paar Blätter. Um. And you are going down, 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 down. Wo ist dein Haken? Ach, guck mal, du kommst an deinen Lieblingshaken.
Zack. Wir waren es auch schon zum zweiten Mal. Hier kann ich nochmal gegentreten aus Prinzip. Ja, und die Killer-Leute einfach mal markieren, man weiß ja nie, was passiert. So, dann gehen wir mal nach da. Oh, das hört sich an, als würde hier gearbeitet werden. Frech. Ich weiß, dass du hier bist. Renn bitte zu Gülleute. Spiel mit, Darling. Nice. Aber kann ich jetzt schon hauen? Kann ich... Alter, das darf doch nicht hitten. Holy. Du rennst einfach, ne? Ja, du warst die, die einfach rennt. Irgendwie rennt ihr alle einfach. Raserim. Das hab ich jetzt auch nur gehört. Oh, das war knapp. Nice. Also die Hitbox ist gefühlt wirklich größer. Also der erste Hit, der war schon, also der war dreist. So, komm her. Ach, guck mal, da reicht ein Haken für dich. Chuap. Nice. Oh, du bist tot. Gegen den habe ich gerade getreten. Opti-Mopti. Wie sieht's mit dem aus? Da war wer. Ich wollte gerade sagen, denkst du, nee, wie gesagt, du warst für mich ein Arsch. Oh, er hat gelernt. Die Lernkurve ist definitiv da. So, wird er hier das Fenster nehmen? Er wird das Fenster nehmen wollen. Ah, lol, der rettet ist ein Eingang. Okay, den Eingang habe ich ja gar nicht mitbekommen. Das ist so dumm, wie weit du schlagen kannst. Jetzt die Tablette, geiler Tipp. Ah, du willst jetzt zu der Tablette, ne? Mutig. Ah, du nimmst doch, du nimmst noch eine Ehrenrunde. Dettert. Easy Game. Die Spitze. Ne, das ist frech, also wirklich. Ist hier der Keller? Du bist dead on hook, weißt du? Moin. Ich ignoriere dich einfach mal, Claudette, kurz. Ich habe hier was zum Aufhängen. Nee. Schade, jetzt wäre Pop ganz cool, glaube ich. So, wo sind die Claudette hin? Claudetti. Oh! Der Heuballen! Oh, nochmal! Nice! Ja, ich wollte gerade sagen, renn lieber nach links. Das wäre für mich praktischer gewesen. Oh, ich dachte, du wolltest eigentlich. Oh, wie bist du denn da dran vorbeigekommen? Oh, Leute, damit hat sie mich verarscht. Bin ich ehrlich? Hat sie mich verarscht. Ja, das schaffst du aber nicht. Du bist auch Dead on Hook, ne? Ich glaube jetzt aber legit, der nächste Haken ist der Killer. Der Keller, nicht der Killer. Oh, da hängt es noch gar nicht. Zweimal. Belastende Kiste. Das tut mir jetzt natürlich leid, wo wurde der letzte Gen gemacht? Da, wo Scratchmarks sind. Was war denn da so rot? War gerade der Generator rot? Irgendwas war da rot. Weiß nicht, der letzte Gen wurde da drüben gemacht, ne? Dwighty, nein! Nein! Sowas ist frech, sowas gehört sich nicht. Auch wenn du am Anfang Eier aus Stahl bewiesen hast, es gehört sich nicht, den letzten Survivor einfach hängen zu lassen. Sowas ist frech, sowas ist unmoralisch und sowas macht man nicht. Es sei denn, der hat. Also, hätte den David King hängen lassen, hätte ich das vollkommen nachvollziehen können. Habe ich. Alter, diese Hitbox für den Killer. Unnormal. Also, wie gesagt, hättest du den David King, hättest du den liegen lassen, könnte ich nachvollziehen. Alle anderen. Frech. Einfach nur frech. Ja, das kommst du jetzt nicht mehr hin. Selbst wenn du da jetzt W-Knopf hingame hast. Na gut. Wie gesagt, Dwighty. Du hast Glück gehabt, dass du Eier aus Stahl hattest. Hast du Glück gehabt. Ansonsten hätte ich dich hier auch noch aufgehangen. Nur damit das klar ist, ne? Frech. So. Jetzt komm, geh aber auch raus. Jetzt wäre ich ja noch frech. Ist das nur eine Tablette gewesen? Nee. Er wird da nicht markiert? Krass, gibt's hier nicht markiert?
Aufpassen, ich krieg nicht markiert. Ja, ja, komm. Verzieh dich. Ja, hast du Angst bekommen, ne? Ja, wann mache ich das? Warte, er müsste... 5, 4, 3, 2... So, bevor er vollgewählt ist. Hahaha. Aber wie gesagt, nehme ich dir übel, dass du die Claudette hängen lassen hast. Nehme ich dir übel, Freundchen. So nicht. So, GG, P. So, jetzt bin ich nochmal. Tremendous increase the chance of being sent to Crotus Pren Asylum when burnt. Ohne Witz! Das ist das erste Mal, dass es ein. Ah, das ist. Dass ich ein Offering habe, Map-Offering habe, was nicht funktioniert. Wenn ich gerade dieses an. Es gibt noch ein Offering, das ignoriert alle Maps-Offerings. Und das ist hier nicht dabei, sondern es gibt einmal hier Luck und einmal Red Envelope. Das finde ich jetzt frech. Das finde ich wirklich frech, weil das war das Einzige, was ich hatte mit dem Primate Head. Also, jetzt bin ich beleidigt. Mei, oh mei. Egal. Ich hoffe euch natürlich. Ich hoffe... Da war ein Red Rank dabei, das sehe ich ja jetzt erst! Das war der David King, oder? Mit Iron Will und Urban Evasion. Wobei, nein, der David King hatte Dead Heart. Der hier, okay. Dann war das ja wahrscheinlich eine der beiden Claudettes. Sehr wahrscheinlich die mit Anzug. Egal, was macht ein Red Rank hier? Frech von dem. Egal. So, jetzt nochmal. Deutsche Sprache, Schwersprache. Ich hoffe, euch hat es natürlich gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.